Ja, einfach nur eine Wandlung von Form. Ja. Wie haben wir das gemacht? Wir haben unser Licht, unseren schöpferischen Geist durch eine Idee von Trennung heruntertransformiert in dunkles Licht, könnte man sagen, in eine dunkle Lichtenergieform. Und wir nennen sie Moleküle, wir nennen sie Physik, Physisches, wir nennen sie physisches Sehen, wir nennen es Haptik. Ja, all das ist der gleiche Geist, ist unser Geist, den wir angewiesen haben, sich in diese dunkle Reflexion zu transformieren, herunter zu transformieren, in eine dichte Erfahrung zu transformieren, um zu sagen, oh, ich bin heute Morgen aufgewacht und wie jeden Morgen und ich bin Andreas und da ist meine Familie, was soll ich heute tun, Herr? Wie soll ich heute meine Probleme lösen? Oder welches von den Problemen soll ich heute lösen? Du bestimmst es, ich folge dir. Ja. Um das überhaupt glaubhaft tun zu können, habe ich meinen Geist als Sohn Gottes in diese Dichte runter transformiert. Und okay, es ist ein Traum des Erwachens, aber es ist immer noch eine heruntertransformierte Form meines eigenen Geistes. Ich sehe immer noch meinen Glauben an Trennung und ich sehe immer noch meinen eigenen Zweifel. Ja, das ist das, was das hier ist. Ich sehe meinen Zweifel darüber. Ich glaube, da ist jemand, der ist getrennt von mir. Zweifel. Ja, ich zweifle komplett an meiner Identität. Ja, wenn ich glaube, da ist jemand anderes.